Morgen. Komme gerade frisch geduscht aus dem Badezimmer. Und während ich das Zähne geputzt habe, hat mir die, deren Name ich nennen sollte, angezeigt, dass heute Tag des Hörens ist und spontan kam mir eine Idee für ein Shorty. Ich werde das spontane Ideen selber nutzen. Blöd nur, dass ich erst warten muss, bis meine Haare trocken sind. Das kann dauern. Ich hoffe, die Sonne bleibt mir noch so lange. Weil die brauche ich nachher. Werde ich machen. Ich bin schon mal aufgeschrieben, damit ich es nicht vergesse, was für ein Text ich dann plappere. Mit diesem Voice-Over übers Handy ist auch die beste Erfindung, die ich machen konnte. Weil sonst habe ich immer mein Mikrofon da angestöpselt und war mir so ein bisschen aufwendiger. Und so quatscht einfach das Handy rein, übertragt es und dann ist gut. Ach, es ist schön. Ja, genau. Das muss ich nachher nur noch drehen. Dann ist wieder im Lager. Und du willst danach auch eine Runde drehen mit seinem Roller. Von dort aus. Oh. Mal schauen. Ich werde gleich was zum Frühstück machen. Ich habe nichts gegessen. Mir ist ein bisschen übel. Ich habe gerade schon Lakritze gefuttert, damit das ein bisschen. Aber kann sein, dass ich einfach nur Hunger habe. Ich habe seit gestern Mittag. Mittag? Nee, wann haben wir. Wir haben ziemlich spät Mittag gegessen gestern, oder? Ich hatte da kein Zeitgefühl mehr bei Karlchen gestern. Aber irgendwann haben wir Mittag gegessen und seitdem habe ich nichts mehr gegessen. Das sollte ich vielleicht nachholen. Ich hatte noch mein Brötchen, was ich gestern Abend essen wollte, aber irgendwie hätte ich keinen Hunger gehabt. Und deswegen werde ich es jetzt aufbacken über unseren netten Toaster. Das klappt prima, weil wir so eine, diese lustige Toastauflage, Brötchenauflage da haben. Werde ich mir jetzt aufbacken und mit Marmelade. Oh nee, Moment, ich weiß gar nicht. Ah, und er sollte mir Teller aufschreiben, was hat er gemacht? Nix. Oder zumindest kam es nicht an. Oder hast vergessen? Eigentlich wollte ich einen Teller kaufen. Mein Mehlwerkzeug reicht noch ein Momentchen. Also für jetzt auf jeden Fall. Ich muss es aufschreiben. Oder es hat doch nicht richtig funktioniert mit dem Übertragen. Von neuem. Doch, wir haben es ja geprüft. Jetzt habe ich vergessen aufzuschreiben. Das wird sein. Bei Butter stand ja auch drauf, sollte er auch aufschreiben. Also hat er nur vergessen, den Teller aufzuschreiben. Richtig. Gut, egal, mache ich jetzt gleich. Puh, und dann muss ich gucken, was ich habe, weil ich habe letztens meine Marmelade, die ich zum Abschied bekommen habe, aufgegessen letzte Woche. Die war auch sehr lecker. Mit Erdbeermarmelade kann man nicht viel falsch machen, finde ich. Das ist sowieso meine Lieblingsmarmelade. Ich esse gar keine andere. Ich esse nur Erdbeermarmelade. Die habe ich immer meine Oma, die selber gemacht hat. Ja. Und ich muss aber nur irgendwas haben. Ich weiß nicht, also auf jeden Fall haben wir noch Kaltmarmelade, das weiß ich. Aber wenn wir noch was anderes haben, meistens esse ich immer was anderes und dann wieder Marmelade. Und ich glaube, wir haben nichts anderes. Dann muss ja Kaltmarmelade, ist ja nicht schlimm. Genau, das werde ich jetzt machen. Mich drüben hinsetzen. Und. Oh, gestern habe ich gestern erzählt, dass die Zusammenführung so gut funktioniert. Ja, habe ich erzählt. Oh Gott, das war so schön. Wir haben es nur einmal gemacht gestern. Das war auch schon spät und überhaupt. Aber das war so schön. Ich hoffe, dass es jetzt mal weitergeht so. Und Daniel meinte auch, dass Teddy gestern super lieb war und wieder mit ihm gekuschelt hat, was er schon länger nicht mehr gemacht hat. Als ich nicht da wurde, er hat mich begrüßt. Als ich nach Hause kam, hat er mich begrüßt. Das hat er bei mir noch nie gemacht. Hat er immer nur bei Daniel gemacht. Ja, meistens doch bei Daniel. Bei mir noch nie. Bei mir, er kam direkt aus dem vom Balkon reingestürmt. Der war gerade erst auf den Balkon gegangen, hat mich gehört, dass ich komme und kam reingestürmt. Oh, wie süß ist das denn? Ja. Ja, aber kann mich ja gerade nicht begrüßen. Komm. Zumindest nicht in der Tür. Also er kommt mich ja, wenn ich hier rübergehe. Jetzt kann ich, das schläft er. Aber meistens, wenn ich rübergehe, kommt er dann angestürmt, was ich ja auch super lieb finde. Und das ärgert mich immer daran, dass diese scheiß Tür noch zubleiben muss. Das nervt mich so sehr. Egal. Es wird besser. Es wird besser. Und auch so mit dem Kratzen, wir konnten heute richtig ausschlafen. Also, das erste Mal kuscheln kam ja kurz nach 6. Also, wo ist denn jetzt los? Hatten wir schon lange nicht mehr. Ja, und dann sind wir erst kurz vor 7:30 aufgestanden. War das zum zweiten Mal gekratzt? Also, einmal hat er zwischendurch gekratzt, nur ganz, ganz kurz. Dann kam wieder ins Bett. Und dann kurz bevor wir aufgestanden sind. Dann hat er nochmal gekratzt, aber nur ganz kurz. Also, es wird alles gestern einfach gar nicht gekratzt. Da kam er nur mit seiner Maus angerannt. Der kommt dann so angestürmt, ja?
spielt mit deiner Maus, kommt dann immer aufs Bett, schmeißt mir die, also kommt aufs Bett gerannt, hopst und überhaupt, schmeißt mir die Maus hin und die muss ich wieder werfen. Die Maus, also die Mäuse sind besser als die Bällchen. Die Bällchen sind schon der Hammer. Aber die Mäuse sind nochmal besser. Erstens, die klappern auch, zweitens kann er besser greifen. Perfekt. Perfektes Spielzeug. Wirklich. Brauchen so eine Mäuse. Also die Bällchen, weil, ja, die sind toll, aber die Mäuse sind noch besser. Verrückte Sache. Naja, okay. Jetzt mal endlich frühstücken. Ich habe euch noch gar nicht gezeigt, was ich gestern. Teddy! Aber Klo. Lass das bitte, Dankeschön. Was ich gestern bei Karlchen gekauft habe, so das Übliche außer einem Buch. Ich finde es immer nur frech, dass sie die Bücher rausgenommen haben. Aber okay. Ich überlege tatsächlich, ob ich jetzt ein Buch kaufe, aber ich habe, das Lesen ist gerade schwierig. Weiß ich nicht. Ich bin unentschlossen. Aber gut, ich habe auf jeden Fall wieder eine lose Puppenkiste gekauft. Ich glaube, davon werde ich jetzt auch zwei essen. Weil Mittagessen dauert ja noch ein bisschen, bis dann wieder nach Hause kommt. Die Sonne ist auch gerade schon wieder weg und meine Haare sind immer noch ein bisschen feucht. Und ich glaube nicht, dass ich heute machen kann, was ich machen wollte. Und außerdem ist mein Kopf wieder voller Watte heute. Das ist wieder doof. Dann habe ich zwei Flaschen. Das muss sein, wenn ich da bin. Und vor allem zwei, weil eine ist zu wenig. Genau. Und mit der Jahreskarte bekommt man ja auch ein bisschen Prozent. Ich weiß gar nicht mehr, 5 oder 8%. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ja, genau. Deswegen musste das mit. Marmelade hatte ich noch. Die habe ich heute erst wieder angefangen. Und ich hänge fest, ich hänge fest. Das brauchte ich keine Marmelade. Sonst hätte ich auch eine Marmelade mitgenommen. Aber die habe ich noch. Genau. Ich denke mal. Die sind so lecker. Die sind so lecker. Aber es sind ziemlich viele Krümel drin, habe ich heute Morgen schon festgestellt. Naja, nicht drauf geachtet. Egal. Es geht eigentlich. Es ist nur die eine Ecke, die ein bisschen krümelig ist. Dann sehen irgendwie alle gut aus. Ja, da werde ich jetzt essen und dann. Ja, weiß ich auch nicht. Ich gammel gerade die ganze Zeit rum. Ich habe ein bisschen geschlafen drüben mit die Alba am Fußende. Und ja, die beiden haben jetzt Mittagessen bekommen. Und ich sitze jetzt hier einfach und weiß nicht, was ich mit mir anfangen soll. Irgendwie ist alles ein bisschen weiter im Kopf. Es ist halt so hoch und runter im Moment, mein Kopf. Also mein Kopf, meine Gedanken, mein alles, meine Situation. Das passiert halt einfach zu. Und ja. Ich versuche das Beste daraus zu machen. Auch wenn ich nicht weiß, was das Beste gerade ist. Lesen vielleicht. Vielleicht sollte ich wieder lesen. Aber irgendwie auch das, ich kann mich nicht aufraffen. Ich kann mich zu nichts aufraffen. Und es regt mich so auf. Ich hasse so eine Situation, weil eigentlich Langeweile ist eigentlich kein Wort, das ich kenne. So, ich habe immer was zu tun. Ich könnte die ganze Zeit mich beschäftigen oder sonst irgendwas. Aber manchmal gibt es Situationen, wo ich einfach in so ein Loch falle und einfach so. Dann ist mir nicht langweilig, dann ist einfach nur so, ich habe Lust auf nichts. Ist ja keine Langeweile dann, ne? Es ist einfach so, alles ist doof, alles ist blöd. Ne? Wenn dann die Sonne auch wieder weggeht, was jetzt passiert, irgendwie ist sie nicht richtig da gerade, dann ist es noch dämlicher und dann geht einfach alles ein bisschen besser. Vor allem in so Momenten wie jetzt. Ja, vielleicht helfen die Kekse. Mal gucken.